Hallo, 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 weiter geht's mit Kock. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part mit mir, mit dem wunderbaren Lars. Und wir sind am Start. Wir haben gestern unser neues Design vorgestellt, beziehungsweise ich habe es gebaut, was, ja, ich sag mal so, das war vorgestern sogar schon, Entschuldigung. Und der gestrige Part wurde mir gesagt, Lars, du warst nicht ganz so motiviert. Ja, ich war echt todesmüde bei der Aufnahme, aber egal. Wir haben jetzt den Härtetest, beziehungsweise können uns anschauen, ob das Ganze soweit gut ist von der Base oder nicht. Alles eben erneuern, hier wurde ein paar Mal angegriffen. Da schauen wir gleich erstmal vorbei. Vorher erstmal die Angriffe. Dreimal. Posteingang. Rathausangriffe. Nur ein Angriff. Barcher-Angriff und Totalausfälle mit Fail-Folge wurde wahrgenommen und notiert. Gegebenenfalls werden nach Wiederholung von so etwas Konsequenzen folgen. Denn noch hatten wir eine gute Aktivität und viele gute Einzelleistung. Ja, FK, ich weiß, ich klopfe mal eben selber auf die Schulter. Entschuldigung. Danke, FK, ist gar kein Problem. Ich weiß es doch, FK, dass ich, ja. Danke, ach, FK, ja, ist natürlich auf mich bezogen. Ist gar kein Problem. Ja, wir haben, glaube ich, gewonnen, ne? Haben wir gewonnen? Na klar haben wir gewonnen. Wir haben natürlich, wir gewinnen auch immer. Wir schauen, oh, schon der nächste Vorbereitungstag für den nächsten Kampf. Oh, ich muss doch noch mein Kriegsdorf anpassen. Oh mein Gott, Leute, wir müssen noch ein Rathaus, also ein Pokal-Rathaus für Level 8, also ein Rotal, eine Pokal-Base für Rathaus Level 8 bauen. So war das Ganze. Oh mein Gott, müssen wir auch noch machen. So, History hier sieht man, der letzte Kampf. Kriegslog, da. Aber wir haben verloren. Ja, ich dachte, wir hätten gewonnen. 98 zu 106. Nein, wir haben verloren. Trotzdem kann ich alles aufsammeln. Joom, es spritzen die Ressourcen nach oben. Yay, ich werde gerne ins Gesicht gespritzt. Was ich noch zeigen wollte, und zwar die Angriffe hier. Verteidigung hat verloren. Verteidigung hat gewonnen. Und zwar habe ich, und diese hier. Das sind zwei Angriffe, die ich euch jetzt zeigen werde. Ich habe beide noch nicht angeschaut. Und zwar waren die mit dem neuen Rathaus auch, aber auch mit der neuen Base. Deswegen können wir ein bisschen einschätzen, ob das Ganze akzeptabel ist oder ob das alles scheiße ist. Er geht von der Seite hier rein, weil er meinen Bohrer haben will. Er will meinen Bohrer haben. Er will meinen Bohrer haben. Er geht schnell dadurch. Er will den Bohrer. Da kommt der Heal-Zauber. Das ist doch dreckig. Er will meinen Bohrer. Tesla-Spule, jawohl. Tschu, tschu, tschu. Tesla-Spule. Kommt er in die Basis rein, beziehungsweise in die Mitte, da wo mein Dunkles ist. Ich glaube schon. Ach du Heilige. Zwei Tesla. Bär, bär. Blitz, Blitz, Blitz. Blitz, Blitz, Blitz. Alles kaputt machen. Blitz, Blitz, Blitz. Ich brauche unbedingt diese Totenkopfmauern. Die sehen so geil aus, Leute. Da bekomme ich dann einen Orgasmus, wenn ich die sehe. Level 2 Barbarenkönig gegen meinen. Nein. Lass mein Barbarenkönig in Ruhe. Los, schieß die kaputt. Mach die kaputt. Nein, mein Dunkles, mein Dunkles, mein Dunkles. Er hat mein Dunkles bekommen. Alter, der kommt einfach so durch. Was ist das für ein dreckiger Sack? Oh, finde ich nicht geil. Finde ich gerade gar nicht geil, dass der einfach so rein nascht. Okay, Leute, wir müssen upgraden. Wir müssen upgraden. Ich habe so viel verloren. 354 Dunkles. Das ist auf jeden Fall... Not nice. Gefällt mir gar nicht. Erstmal schnell die Sachen einsammeln. Der nächste Kampf hier oben war, das war nur auf Rathaus. Und zwar dieser hier. Mal gucken, was er da macht. Ob er mich da auch so vernichtend angreift. Auch von oben. Das greift er von unten an, okay? Er will von unten rein, da wo die Lücke ist, sofort ein Heal-Zauber. Ui, da kommt die Riesenbombe. Der Barbarenkönig hat dick in die Fresse bekommen von der Riesenbombe. Haha, Riesenbombe hat dich vernichtet. Da gehen sie rein mit vielen Bogenschützen. Ja, weiß ich nicht, Leute. Weiß nicht, wir müssen echt bald die Base wieder umbauen. Werde ich auch machen auf jeden Fall. Die Base muss besser angepasst werden. Sie muss besser werden, das ist nicht so in Ordnung. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass die Base nicht in Ordnung ist. Die muss angepasst werden. Ja, ja, das ist nicht gut. Die gehen da einfach durch. Aber da kommen wir nicht zu den Mittelcamp, wie es aussieht. Das ist das Gute, dass nicht auch ans Dunkle kommt. Ja, blöd, blöd, blöd. Das waren halt welche aus, die nur nach Rohstoff aus waren. Und die anderen waren halt, die mich gewonnen haben, halt einfach nur das Rathaus kaputt gemacht. Und das ist ein Angriff, den wir uns nicht anschauen wollen. Okay, da oben ist die Juwelenkiste. Dankeschön, Spiel, für diese Juwelenkiste. Ich habe gerade eben angefordert, wir haben schon wieder einen Drachen bekommen. Cool. Danke für den Drache. Danke. Für Drache. Danke für Drache. Sehr schön. Das ist natürlich sehr geil, dass wir den Drachen bekommen. Wir haben hier immer schon alles hier am Boosten. Jemand hat auch gemeint, es gibt einen Tipp. Und zwar, wie man das Ganze macht, dass man die 7 Tage irgendwie noch weiter ausnutzen kann. Ich weiß gerade nicht, wie. Muss ich mir nochmal genauer durchlesen, hab's irgendwie nicht ganz verstanden, das war ein bisschen komisch formuliert. Auf jeden Fall sollte es funktionieren, wie man dieses 2-Jahres-Bonus von Kock von Clash of Clans etwas weiter ausnutzen kann. 6500 Juwelen habe ich noch, jemand hat mich auch gefragt bei Facebook, Lars, wie bist du gesponsert, weil du so viele Juwelen hast? Nein, das habe ich von meinem eigenen Geld bezahlt, nur so nebenbei. Also ich wurde nicht gesponsert von den Machern von Kock. Ich weiß gerade nicht mal, wie die Firma heißt, tut mir leid.
Ich wusste es mal. Steht zum Anfang mal da, aber ich merke mir das einfach nicht. Also Lars ist doof, deswegen gibt es eine Kochstelle. Lieber jetzt nicht. So, was machen wir denn jetzt? Wir werden auf jeden Fall gleich angreifen gegen Barbaren und die Bogenschützen. Hier, 2 Tage und in 3 Stunden ist das Labor fertig geupgradet. Und dann, meine jungen Damen, meine jungen Herren, das könnte man eigentlich überspringen. Das wäre ziemlich geil, wenn wir das überspringen würden, aber ich habe gar nicht die Ressourcen, um das Ganze zu bauen. In 5 Stunden ist auch unser dunkles Elixier fertig ausgebaut, also das Lager. Das ist auch soweit, also das Design wird überarbeitet. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Auf jeden Fall wird es dann wieder eine Baufolge geben. Nochmal Frage an euch, ist so eine Baufolge überhaupt sinnvoll? Wollt ihr sowas sehen oder soll ich lieber vorspulen, wie ich das baue? Kann ich auch mal mit Hintergrundmusik überblenden. Meinungen gerne in die Kommentare. Ich habe es einmal schon so gemacht, dann so. Und wie ist jetzt die Audioqualität bzw. die Bildqualität besser wie vorher? Wenn ja, auch gerne Kommentare. Ich nehme es gerade mit einem anderen Programm auf. Schreibt es aber alles in die Kommentare. Würde mich echt freuen über Feedback. Denn ich versuche echt immer gerne neue Sachen auszuprobieren. Auch beim Aufnehmen und so weiter. Bessere Audioqualität versuchen. Denn ich möchte das Bestmögliche erreichen, damit ihr die bestmögliche Qualität habt für diese Cock-Videos. Aber dadurch, dass ich mit diesem komischen Bluestack-Scheiß hier aufnehme, ist die Qualität nicht ganz so geil. Ich weiß aber nicht warum. Egal. Wir gehen jetzt mal angreifen. Unser Schild ist nur noch 11 Stunden, scheißegal, wir angreifen. Angreifen ist ganz wichtig. Hab einen Drachen bekommen, von daher sollten wir einiges reißen. Viele Leute sind noch da, die sehr krass mit den Ressourcen sind. Dadurch, dass alles gepusht ist, 7 Tage, kann man farmen wie ein junger Gott. Ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so gut gefarmt. Deswegen müssen wir irgendwann noch einen Livestream machen. Also, ihr könnt euch jetzt schon mal bereit machen, dass es irgendwann in der Woche noch einen Kork-Livestream geben wird. Und der wird dann wahrscheinlich von 18 oder von 17 bis 20 Uhr gehen. Dann gehe ich in higher Bettchen, weil ich ja früh aufstehen muss. Man kann es echt öfters machen, dass man so von 18 bis 20 Uhr dann halt 2 Stunden geboostet die Kaserne und in der Zeit mache ich halt einen Kork-Livestream. Macht mir richtig viel Spaß und es kann sein, dass sowas öfters kommt. Von daher gerne wieder. Wenn ihr sowas auch sehen wollt, sehr gerne. Ich konnte leider am Wochenende, habe ich es nicht geschafft, einen Kork-Livestream zu machen, denn das war einfach zu wild. Es war eine wilde Zeit, ich konnte es leider nicht machen. Genau wie die wilden 70er, nein. Es war echt zu wild. Deswegen geht's nicht, aber bald wird auch wöchentlich bzw. unter der Woche ein paar Livestreams geben von Kork, weil es einfach Spaß macht, ganz einfach. Es macht Spaß und wenn es Spaß macht, kann man es ja machen, ganz einfach. Oh, was haben wir denn hier? 143.000, das ist ein angemessener Loot, den wir gerne annehmen. Einmal hier kreisförmig hier rein. Das ist natürlich wunderbar. Wir können versuchen, die Tesla da wegzubekommen. Tesla. Irgendwie die Tesla versuchen wegzudrücken. Mr. Tesla, spule hier ein paar mehr, damit die Tesla hier... Ja, geht auf die Tesla. Sehr gut. Auf die Tesla. Sehr gut. Das sollte rein für die Tesla. Und dann noch ein bisschen hier rein. Da ist der Bohrer. Vielleicht den Bohrer müssen wir auch holen. Das ist eine weitere Tesla, aber die scheiße ich gerade. Klamburg. Klamburg wollte ich gerade sagen. Noch Klamburg noch nicht rein. Jetzt mal versuchen, noch hier reinzukommen. Und die eine Luftabwehr muss weg. Die Luftabwehr muss ja genau diese. Wenn die weg ist, kommt der Drache. Barbaren konnte ich auch noch rein. Letzten 20 hole ich hier auch noch raus. Ist down. Sehr gut. Und jetzt die Klamburg mit dem Level 2 Drachen. Dankeschön dafür für den Level 2 Drachen. Das wohl auch auf Luftabwehr, aber wird jetzt noch einiges rausholen. Das sollte rein. Wir können sie wegblitzen. Kommen wir sie wegblitzen, damit der Drache ein bisschen aufräumen kann? Lohnt sich das? Das lohnt sich, glaube ich, nicht für den Loot, der noch offen ist. Nee, es lohnt sich nicht. Ich würde es gerne machen, aber es lohnt sich gar nicht. Wenn es sich lohnen würde, würde ich sie wegblitzen mit 3 Elixier. Dann wäre die Luft dafür auf, weil ich einen Drache hatte. Freie Bahn, aber es lohnt sich gerade nicht. Er geht eh gerade aufs Dunkle. Oder geht aufs Dunkle? Das Dunkle bekommen wir noch. Wunderbar, es reicht mehr Ressourcen soweit. Steht noch etwas, aber da scheiße ich drauf. Einmal noch draufschießen, verdammt. Oh, die Luftmine geht ins Leere. Aber Bahn könnte ich hier auch drauf. Scheißegal. Du kannst ruhig eine Stunde wieder pennen. Ja, war kein überragender Loot, weil auch viel drin war. Deswegen, ja, war es nicht ganz so toll. Brauche ich hier wieder weiter, meine wunderbaren altbekannten Kollegen? Ich kann eigentlich, weil ich jetzt über Nacht angreife. Moment. Ich greife über Nacht, beziehungsweise nicht über Nacht an, sondern ich bin jetzt die ganze Nacht sleepen. Und in der Zeit ist eigentlich eine gute Armee fertig. Könnte man eigentlich über Nacht eine bessere Armee bauen und mit der mal angreifen? Wieso denn nicht? Just for fun kann man es ja mal machen. Ein paar Drachen jetzt nicht unbedingt. Oder? Wollen wir es machen? Nee. Wir machen trotzdem weiter. Barbaren und Bogis. Dann kann ich noch, bevor ich pennen gehe, einfach nochmal einen Angriff machen und dann werde ich dann das Ganze besser ausbauen. So, ich freue mich echt auf die Goblins, wenn sie bestimmt weiter ausgebaut sind, dann werde ich die auf jeden Fall auch mitnehmen. Also wenn die Goblins, wie gesagt, einmal besser abgegradet sind in dem Labor, wird es die auch bald geben im Angriff, weil es ja ein bisschen langweilig ist nach der Zeit. So, dann fahren wir das hier soweit alles ab. Wir haben jetzt 1,147 Millionen Gold und haben einen wunderbaren 4700 Dunkles. Gefällt mir. Ich hatte noch nie so viel. Das heißt, Barbarenkönig, wir brauchen noch ein bisschen. Ein bisschen fehlt noch. Wir könnten es mit Juwelen machen, ist aber kacke. Barbarenkönig muss auch ein bisschen hochgezogen werden, natürlich. Durch den Bohrer ist es cool. Wir bekommen endlich Dunkles. Ja, was müssen wir denn upgraden? Graden wir die Luftabwehr als nächstes ab, für die wieder 3 Tage dauern? Oder fangen wir an, eine Mine hochzuziehen? Ja, ich weiß nicht. Damit wir dann den Schub draufklatschen.
bis zum 7. Heute haben wir den 3. bei euch ist der 4. 3. Ja. Sind halt noch ein paar Tage und wenn wir jetzt upgraden, dauert 4 Tage. Verdammte Scheiße. Dann hau ich den Schub jetzt auch auf die beiden Boys drauf. So, ich hau jetzt hier den Schub drauf. Auf allen gibt es jetzt einen Schub. Und den Schub lasse ich jetzt durchlaufen, weil ganz einfach ich nicht mehr in der Zeit schaffe, das abzugraden. Das heißt, überall den Schub mal draufklatschen. Ich habe es ja, wie gesagt, vorher nicht auf den Level 10 Dingern gemacht. Jetzt wird ja überall der Schub draufgeklatscht. Also hat sich doch gelohnt, meine auf 10 und 9 hoch zu pushen. Dadurch bekommen wir mehr Schub, beziehungsweise mehr Ressourcen. Habe ich jetzt hier die Mine? Ich muss nochmal rüberschauen hier. Mine. Wenn ich eine übersehen habe und nicht Entschuldigung, aufstoße. Wenn ich eine übersehen habe. Mine oder Elixierlager, nicht Elixierlager, sondern Mine oder Sammler. Nee, vergessen zu boosten, gerne in die Kommentare, werde ich dann machen noch. 3 Stunden dauert, lohnt sich auch nicht mehr abzugraden. Irgendwas Feines, 1,149900. Was können wir noch upgraden? Ich würde ja gerne Tesla hochziehen auf Stufe 3, da fehlt uns aber ein bisschen Gold für. Da fehlt ein bisschen, könnten wir auch wieder überspringen, dauert 5 Tage, aber ein Tesla Level 3, ich glaube, der wird einiges wegrotzen. Oh yeah, wieder ein hier. Ich hätte das auch vorher ausbauen können, dauert nur 2 Tage und dann hätte ich den Booster nehmen sollen fürs Dunkle. War doof, war wirklich doof von mir. Jetzt kann ich den 6 Tage und 5 Stunden nicht ausbauen, weil der ganze bohrt. Ich wäre ja dumm auf jeden Fall. Ach, ist das blöd von mir gemacht, das war richtig blöd. Ich würde auch gerne die hier hochziehen, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Also die Magertüme und unbedingt die Minenwerfer, wäre mir sowas von wichtig, die als erstes hochzuziehen. Und mache ich, glaube ich, bevor ich die Tesla hochziehe. Die Tesla ist hier auf 3 Stunden auffällig. Die nächste, Level 1. Erstmal auf jeden Fall, doch, wir müssen erst die Magiertüme hochziehen. Das ist sowas von wichtig, Leute. Wir müssen unbedingt das hochziehen. Wann kriegen wir den nächsten Magierturm? Den nächsten Magierturm, Verteidigung, Magierturm, 3 von 3 habe ich. Den nächsten, es gibt keinen nächsten. Doch, Level 9 gibt es den nächsten. Okay, wir haben 3 Stück. 3. Natürlich steht der hier echt kacke, wenn ich ehrlich bin. Der steht ungelogen echt beschissen da oben. Aber der beschützt das Rathaus. Wir müssen echt das ein bisschen anpassen mit dem Design und so weiter. Ich möchte jetzt unbedingt eigentlich jetzt einen Magierturm hochziehen. Wie lange dauert das? 4 Tage? Der ist nur Level 2? Der ist nur Level 2? Ach ja, den hatten wir neu. Okay. Dann ziehen wir den erstmal hoch. 2 Tage ist okay. Habe ich gar nicht gesehen, dass er erst Level 2 war. Da muss der auch gezogen. Wir müssen alle Magertüme und am besten noch die ganzen Minenwerfer hochziehen. Um Gottes Willen, das ist so wichtig, Leute. Und wir haben zu wenig Leute und zu wenig Gold. Oh, verdammte Scheiße. Wir müssen einen Livestream machen, wo wir pushen, wo wir uns richtig Gold verdienen, damit es hier richtig abgeht, Leute. Vielleicht sogar morgen, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, heute. Ich muss es machen, Leute. Es wird auf jeden Fall vorher angekündigt. Im Video. Ich werde es auch versuchen, ein paar Stunden näher anzukündigen. Also schaut immer fleißig meinen Kanal vorbei. In der Abo-Box und so weiter. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir noch überlegen, welches Design ich hole. Vielleicht werden wir das Ganze, das Design auch umbauen im Livestream. Wenn so Vorschläge kommen, müsst ihr auf jeden Fall gucken. Ihr habt ja Ferien. Ich nicht, leider. Ich habe meinen Urlaub ist ja vorbei. Und vielleicht wird es dann einen Livestream irgendwann geben. Denn ihr habt ja genug Zeit und ich leider nicht. Aber ich möchte mir gerne für euch Zeit nehmen. Und das mache ich auch. Dann war es das soweit von diesem kleinen, schönen Part. Wenn es euch mir wieder gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, ihr seid ein Haufen super nicer Boys. Reingauen, bis zum nächsten Mal und tschüssi. Yay. Nice.